Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 4 The Room. Ich bin zurückgerannt. Ich bin jetzt wieder bei unserem Apartment und das war also die Seite, wo der kleine Walter stand. Und jetzt bin ich einmal gespannt, wenn wir zu ihm hingehen. Weil ich bin jetzt halt einfach wieder durch die ganzen Löcher zurück, weil ich nur mal speichern wollte. Hallo, Kleiner. Okay. Jetzt löst er sich in Luft auf. Das ist ja schön. Und wir haben ein anderes Speichersymbol. Was ist jetzt... Hä, warum sind jetzt die Geister wieder mehr weg? Und wenn man jetzt durchs Guckloch kommt, steht dann da Eileen? Ach, kann man gar nicht mehr. Man kann nicht mehr durchs Guckloch gucken. Ach, das ist ja schade. Okay. Ja, das... Ja. Ich meine, wenn die sich so langsam verziehen, bitte? Bitte? Dann kann ich speichern. Freue mich, dass wir weiterkommen. Und, ja. Guck mal, die gehen ja sogar ganz weg. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn das jetzt so friedlich hier? Hä? Okay. Und wie gesagt, ich würde gerne auch ein bisschen manchmal wissen. Ja, ich will eigentlich nicht ins Badezimmer. Was mit dem... Doch, mit dem Schlafzimmer. Das ist hier. Ist jetzt hier auch? Ja. Alles wieder so... Hä? Voll so friedlich und so. Komisch. Aber ich bin immer noch verwirrt, wo wir hin sollen. Was ist, wenn ich jetzt hier durchgucke? Kleine Robbie bestimmt, ne? Ja. Also irgendwie... verwirrend mit den Welten. Ja. Irgendwas muss uns das hier gebracht haben. Ja, ich hatte noch ein Medaillon gefunden. Nicht wundern. Ich pack mal die... Revolver-Muni kurz noch weg. So ein bisschen mehr Platz. Die Energy-Dinger lasse ich drinne. Und weil ich es... Eine Kerze? Ja, die gebe ich jetzt Eileen gleich mal. Die soll mal geheilt werden. Und ich nehme mir mal einen Erste-Hilfe-Kasten, nehme ich mir mal mit. Und pack den dafür weg, so, weil es ist mir doch ein bisschen zu heikel hier. Ja, so ist okay. So ist okay. Ja, kein Plan. Was ist, wenn man jetzt da durchs Loch wieder geht? Sagt er dann was? Betreten? Ach, jetzt kann ich da auch wieder rüber? Warum? Wo komme ich denn dann hin? Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Muss ich jetzt... Was soll ich denn hier, ne? Kann ich hier irgendwas noch machen? In der Parallelwelt? Bringt mir das was? In der Parallelwelt? Warum kann man hier noch rüber? Das muss ja auch einen Sinn haben. Also hier kann man nicht durchgucken. Kann ich mit dem Schlüssel hier jetzt auch raus? Ich kann Aline nicht einfach allein lassen. Ist so? Fest zu. Okay. Ja, dann... Okay. Ja, dann muss ich ja hier rüber. Aline war doch vorher auch hier. Ist sie dann... Ja, dann ist sie durchs Loch gestiegen, oder wie? Jetzt. Oder warum ist sie jetzt hier in der Welt wieder... Keine Ahnung. Könnt ihr klugen Leute ja mal erklären. Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Irgendwas müssen wir hier... noch nicht bedacht haben. Also, Klein Walter war hier. Warum ist das wichtig? Ach, Eileen. Ja, genau. Wir wollen mal... Aber wir können doch auch bei der Geisterfrau. Wenn schon, denn schon. Eileen, wenn schon, denn schon, können wir doch bei der Geisterfrau hier das Dings anwenden. Nur die Frage ist, vielleicht sollten wir hier gar nicht rübergehen, oder doch? Weil hier kommen wir ja nicht weiter. Wir können ja nur durchs Loch steigen. Nee, wir können nur hier die Treppe runter. Weil sonst gibt es hier noch einen anderen Durchgang. Hier ist die Treppe. Gibt es außer der Treppe einen Ausgang? Klar, weil wir kommen ja hier aus der Tür. Ich glaube schon, dass wir die Treppe runtergehen müssen. Komm mal mit. Das ist echt unheimlich. Und verstörend.
So. Sind wir wieder hier. Ich finde halt keinen Durchgang mehr. Das ist das Problem. Wir können jetzt von 201 zu 202 da in 203 huschen. Da dann weiter. Wir haben irgendwo wohl einen Durchgang oder was übersehen. Ja. So, Geisterfrau, wo bist du? Ach, die war jetzt nicht hier. Die war da drüben. Na dann komm. Wo bist du, Olle? Da bist du. Ja. Scheiße, ne? Komm mal her. Ey, ist jetzt nicht dein Ernst? Ich stell hier eine Kerze auf. Eileen! Bleib bei der Kackkerze. Eileen, bleibst du mal bitte hier und heilst dich? Genau. Hier stehen bleiben. Kurieren. Bleib hier. Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Eileen. Ey, ich habe die blöde Kerze umsonst hingestellt. Ja, die Kerze ist jetzt hin, ne? Nein, sie ist brennt noch. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm her, komm her. Ach, ist sie gestorben endlich, ja? Komm her. Heil dich. Guck mal, jetzt wird die Haut von ihr nämlich auch besser. Ja, schön. Hat ja viel gebracht. Hat ja echt viel gebracht. Was war das denn jetzt? So, das wird ja nicht viel bringen. Also ich glaube schon, dass der Durchgang richtig so ist. Mit der Kerze war scheiße. Es müsste halt in 206, aber da ist halt der böse Walter. Da müsste es halt was geben. Das wäre halt sehr praktisch. Wo sind wir? 205. Da ist auch der Böse. Guck mal, hier müsste es jetzt einen Durchgang geben. Hier gibt es sogar einen Durchgang. Scheiße, hier gibt es einen Durchgang. Und Eileen ist dabei. Okay, ich habe den nicht gesehen, den Durchgang. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Gut. Ah, wo kommst du denn her? Ja. Eileen? Okay. Pistolenkugeln. Ich habe mir schon gedacht, dass hier noch irgendwas rumliegt. Wo ist der gruselige Mann? Da ist er. Okay, weiter weg hier, weg hier, weg hier. Eileen, komm. Komm. Ist sie mit im Bild? Nein, doch, ist sie. Okay. Oh, coole Musik. Hi. Gar keine gruseligen neuen Monster. Irgendwelche Dinge auf Händen. Ganz schön was einstecken.
weiß nicht, wo dein Papa ist. Ich weiß es nicht. Okay, was ist denn 107? Okay, wir hören das Kind trotzdem. Irgendwas ist doch auch hier wieder. Hier ist nix. Hier ist was. Mhm. Weiß ich nicht. Dad. Ja, ja, ja. Okay. Gar kein verstörtes Kind. Ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Was? Das war ja nicht das Hausmeisterzimmer, ne? Ich weiß die Hausmeisterzimmernummer einfach auch nicht mehr. Okay, kommst du? So. Ja, wir haben es hier mit einem kleinen psychopathischen Jungen zu tun. Schön. Perspektive ist auch gar nicht scheiße. Was ist denn hier? Superintendence Room. Okay. 6 Ketten versperren mir den Weg. Ich kann die Tür nicht öffnen. Wow, okay. Es ist, erinnert mich an unser Apartment. Da kann sich Henry ja gleich wie zu Hause wieder fühlen. Was ist denn, kleiner Junge? Was haben wir denn hier? Ist ein Skizzenbuch. Walters Vater? Das sind die Schließfächer der Mieter, aber um die brauche ich mich jetzt nicht zu kümmern. Was war jetzt hier mit dem Skizzenbuch? Warum war das jetzt ein Skizzenbuch? Was hat man da jetzt gesehen? Ein Monster ist sein Vater oder was? Würde mich nicht wundern, wer ein Apartment für eine Mutter hält, kann auch einen Vater als Monster haben. Oder eher andersrum, Monster als Vater. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Bin ganz durcheinander hier. Ich habe eine Tür verpasst? Da war noch eine Tür. Wo denn? Hier irgendwo oder was? Hier? Oh. 106. Oh. Ups, habe ich vergessen. Aha. Uniform. Das war doch hier Rachel oder Rachel. Ja, Rachel ist sie. Oh, ne. Toll, ich kann nicht mehr tragen. Mist. Mist. Ja, das ist jetzt blöd wieder, ne? Also in 106 gibt's noch eine Ampulle. Darf ich nicht vergessen. Oh, dieser Junge! Ich will, dass es jetzt aufhört. Und ich will, dass du so rumläufst, bitte. Was ist denn noch, was hier ist? Eine Kerze. Oh, okay. 106 ist wichtig. Kerze, Ampulle. Okay, Kerze, Ampulle. Kerze, Ampulle. Bist du hier, Eileen? Ja, stehst da rum. Komm mal mit jetzt hier. Bleibt die da jetzt eigentlich stehen? Eileen? Was soll ich jetzt? Soll ich jetzt hier irgendwas mitmachen oder was? Soll ich das Ding anzünden? Eileen? Warum bleibt Eileen da so stehen? Okay. Dann bleibt da stehen. Ich kümmere mich weiter drum. 104. Ich kann aber nicht mehr tragen, Leute. Erste Hilfekasten in 104, alles klar. 104, 106. Eklige Leichen. Ja. Ich hab doch gesagt. Achso, er wollte kein Kind haben. Ach so.
verschwenden mal ein bisschen Muni, oder? Oder auch nicht. Okay. Platz. Das war jetzt gar nicht doof eigentlich. Egal. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier noch sollen. Dann brauche ich aber nur noch ein 106. Okay. Die sind immer so... Ich finde, die erschrecken einen übelst. 103. Hallo. Hört auf, mich so zu erschrecken. Na! Schnell! Die sind gruselig. Die Monster erschrecken mich hier alle voll. Ich meine, es ist ja auch ein Horrorspiel. Es soll erschrecken, aber trotzdem. Blöder Nährstoffdrink. Okay. Was ist jetzt hier noch? Warum ist es hier so leer? Das ganze Apartment ist voll verspukt, verhext, ver... weiß ich auch nicht. Ich denke mal, die Türen sind offen und die sind eigentlich nie offen, aber naja, ich probiere es halt trotzdem aus. Okay, wir durchleben irgendwie gerade so ein bisschen die Elterngeschichte von Walter. Von diesem Waisenkind. Also von dem kleinen Walter. Okay, meine Muni ist schon wieder gleich alle. Toll. Dann nehme ich mal lieber das hier. 102. Was auch immer mit Eileen ist. Ich hasse Geister. Komm mal her. Ja, benutzt das Ding doch mal. Genau. So, wann kann ich mich in Ruhe hier umgucken? Okay, die hatten also ein bisschen Schiss. So, wie geht's ihm? Ja, können wir mal... Ja, ich verbrauche mal wieder einen. So, weil dann kann ich wieder was aufnehmen. Ist hier noch irgendwas? Ja, dann nimm den jetzt mit und... Genau. Was ist hier jetzt? Eine tote Katze in einer Jeans eingewickelt. Ah, ja. Das ist jetzt die Realität nämlich mit der Katze. So wie wir es damals gelesen haben, was hier wirklich passiert ist. Okay. Ja. Ach, das kann ich ja nicht... Doch, das kann ich noch mitnehmen. Okay. Schön, dann können wir wieder raus. Und dann kommt jetzt das Vieh, ne? Komm mal her, du Scheißvieh. Ja. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, du. Will die Scheiße hier endlich hinter mich bringen. Dumme kleine Heulsoße. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon so viele Leichen übersehen. Und die Muni hätte ich auch gerne eigentlich. Die ich natürlich nicht tragen kann. Es ist ein Dilemma. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal hier rein. 101. Waffenmann. Sollte man hier irgendwas übersehen haben, hätte man es ja jetzt eigentlich nochmal einsammeln können, ne? Aber es sind ja alles nur Imitate. Was ist hier? Das sind ja auch nur Sachen, die man nicht... Wozu ist der Raum dann gut? Ah. Vielleicht müssen wir alle Leichen
Dinger, also Geister von, ja, Vergangenheit und so finden. Ey, überall Muni und in 106 war auch noch was. Wo bin ich hier? Irgendwo im Zwischenraum? Nee, Quatsch, ich bin in 101. Ach, ich guck schon wieder auf Aileen. 101, okay, 101. 106. Ja, vielleicht müssen wir sie alle finden oder so. Vielleicht ergibt sich dadurch ja was. Aber wenn ich jetzt mal Gegner hätte, dann wäre die Muni wenigstens weg und gut ist. Hätte ich auch kein Problem mit. Also 101. 106. Hier, den, dann müssen wir den ja auch mitnehmen. Oh, shut the hell up. You can't blame it all on me. Mhm. Aileen? Boy. He's coming in. His pain. I feel it. Oh, it hurts. Oh, it hurts. That boy. He really thinks that Room 302 is his mother. Oh, my head. Oh. Oh, God. I've got to help him. Okay, der Junge redet jetzt also wieder und Aileen will ihm helfen. Geht klar. Wie kann ich jetzt speichern? Gar nicht. Weil wir sind hier unten. Können wir jetzt hier überhaupt was machen? Was ist, wenn wir hier rausgehen? Fest zu. Ich wusste es, hier komme ich nicht hinaus. Okay, wir können nicht flüchten. Selbst wenn das wollte. Ach ja, Leute, ich würde sagen, ich mache hier wieder einen Cut, wobei ich eigentlich... Ja, ich muss den ganzen kompletten Weg schon wieder zurücklaufen eigentlich, ne? Nur damit ich hier wieder speichern kann. Das finde ich immer ein bisschen leicht blöd. Hallo? Wie komme ich hier zurück? Und wo soll ich jetzt eigentlich hin? Eigentlich ja die Treppen hoch. Kann man das jetzt hier aufmachen? Nee. Ja, weil, warum nicht? Das wäre doch der perfekte Durchgang jetzt hier. Wie hohl. Okay, du willst ihm also helfen. Da können wir nicht durch. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Dad. Nanane. Schnädelödelö. Ja, 106, da ist es wieder. Und direkt hinter uns ist Pech. Jetzt sind hier die Dinger aber nicht mehr. Hä? Warum? Ah. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist ja schön. Wir haben die Nabelschnur gefunden. Bei mir ist gerade aufgefallen, dass ja hier die Ketten gar nicht mehr da sind. Also irgendwas ist jetzt passiert, dass die Ketten weg sind. Ich verstehe es zwar nicht, aber es ist so. Ja. Was haben wir hier noch? Noch ein Energy Drink, den ich nicht mitnehmen kann. Das wird ja immer besser. Ja. Was mache ich jetzt? Den ganzen blöden Weg? Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Und niemand braucht so viele Energy Drinks. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. So, wir sind jetzt bei bester Gesundheit. Und ich nehme jetzt den Blödsinn hier noch mit. Bevor ich einen Cut mache, natürlich.
die heilige Nabelschnur. Ich habe die Nabelschnur. Walter Sullivans Nabelschnur. Der Hausmeister hat sie all die Jahre aufbewahrt. Jetzt gehört sie uns. Damit werden wir den blutroten Folianten beenden und dem Grauen hoffentlich irgendwann mal ein Ende setzen. Ja, ich habe völlig die Zeit überzogen. Was soll's? Aileen ist weg. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.